Die Schubkarre rückwärts. Wichtig ist dabei, ihr greift an den Fußgelenken von eurem Partner. Der Popo ist nicht so weit oben, also nicht so. Und er ist auch nicht zu weit unten wie ein Hängebauschwein, sondern in der Mitte. Ganz wichtig, und ich laufe jetzt langsam rückwärts und der Partner muss folgen. Nicht zu schnell, weil sonst liegt er auf der Nase.